Ich begrüße die allerbesten Zuschauer der Welt hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Ihr habt reingeschalten, weil ihr etwas lernen wollt über Fotografie, über die Kamerabedienung, warum eine Taste heutzutage überflüssig geworden ist oder nicht überflüssig geworden ist, nämlich die sogenannte AF-On-Taste, der sogenannte Back-Button-Autofokus. Warum ich ihn noch nie verwendet habe, wo ich die Gründe sehe, dass ich ihn noch nie verwendet habe, wo der Gedanke des Herstellers liegt, diesen Knopf zu verbauen und warum viele eurer Fotografenkollegen und Fotografinnenkollegen natürlich auch diese Taste immer noch verwenden. All das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's. Ja, warum hat denn der Hersteller hier so einen AF-On-Knopf, einen Back-Button-Fokus verbaut? Am Ende des Videos verrate ich dir noch einen coolen Trick, der gerade im Sony-Lager, ich weiß nicht, ob das bei anderen Kameraherstellern auch funktioniert, sehr, sehr cool ist, was du da noch drauf programmieren kannst, aber das erst am Ende. Jetzt reden wir erstmal darüber, was ist denn das überhaupt für ein Knopf und was hat er für eine Funktion? Wenn wir fotografieren, zum Beispiel im Single-Autofokus, dann fotografieren wir so. Wir halten die Taste gedrückt. Ich kann euch ja mal mit auf den Rekorder nehmen. Wir halten die Taste gedrückt, die Kamera fokussiert und wir machen unser Foto. Und genau das ist das Problem, oder? Ja, manchmal war das wirklich ein Problem. Und zwar hat dieser Knopf, dieser Auslöseknopf, zwei Funktionen. Er fokussiert und ihr drückt durch, das heißt, er löst aus. Ja? So, und jetzt haben die Fotografen gesagt, es wäre doch cool, also auch schon die Fotografen vor 10 Jahren und noch länger, es wäre doch cool, wenn wir dieses Fokussieren vom Auslösen entkoppeln könnten. Und dann hat man gesagt, ja klar, dazu gibt es jetzt eine neue Taste, die heißt Back-Button-Fokus oder AF-On-Knopf. Und jetzt können wir den Fokus vom Auslösen entkoppeln. Bevor ich sage, warum wir das tun sollten oder warum wir es so lange getan haben und ich es noch nie getan habe, erkläre ich euch mal kurz, wie ihr das überhaupt im Sony-Menü zum Beispiel einstellen würdet. Denn momentan, ihr seht, ist es ja so, ich drücke durch, es wird fokussiert. Und wenn ich jetzt den AF-On-Knopf drücke, dann fokussiert der zwar auch, aber jetzt ist es halt immer noch so, dass die Auslösetaste hier auch noch fokussiert. Und das können wir ausstellen. Zuerst einmal müsst ihr sicherstellen, dass im Benutzermenü auf der Taste 3, also hier oben bei der AF-On-Taste bei uns, AF-Ein programmiert ist. Denn dann habt ihr sozusagen die AF-On-Taste richtig eingestellt. So, und damit wir jetzt den Auslöser nicht mehr fokussierend haben, gehen wir hierhin zu dem Menüpunkt AF bei Auslösung und setzen das auf Aus. Was jetzt passiert ist, wir fokussieren, aber es passiert nichts mit dieser Taste. Ihr seht das, ich drücke die Taste und nichts passiert. So, wenn ich jetzt aber hinten die AF-On-Taste drücke, fokussiere ich und jetzt kann ich zum Beispiel einen Ausschnitt wählen und drücke durch. So, und das ist nämlich genau der Punkt. Ich mache mal den Rekorder wieder auf Stopp, sonst zeichnet der ohne Ende auf. Das ist genau der Punkt, warum hat man das denn eigentlich verbaut? Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich schon immer im Sony-Lager bin. Ich möchte jetzt keinen Sony-Fanboy bla bla hier machen. Ihr könnt mit jedem Kamerahersteller ganz tolle Fotos machen. Aber mich persönlich haben die Sony-Kameras immer abgeholt, weil die eben da schon sehr fortschrittlich waren. Was die genau anders gemacht haben, da kommen wir gleich drauf. Und jetzt erkläre ich euch aber erstmal, warum hat man denn überhaupt diesen AF-On-Knopf und diese Entkopplung vom Fokus überhaupt möglich gemacht? Warum, was sollte denn das für einen Sinn haben? Der Grund war, dass früher die Kameras einfach etwas dümmer waren. Soll jetzt aber nicht irgendwie schlecht geframed sein, denn es gibt noch viele Zuschauer, die haben vielleicht so eine ältere Kamera und die sollen sich auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie gedisst vorkommen. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn, denn alte Kameras machen auch krasse Fotos. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es ist nur die Frage, wie stellst du diese Kamera ein, dass du zu deinem Ziel kommst. Und der Punkt ist halt einfach der, früher die Kameras, gerade die Spiegelreflexkameras, die haben nur in der Mitte ihre Phasen-Autofokuspunkte gehabt. Ja? So, jetzt nehme ich euch mal mit aufs Bild. Wir simulieren das mal. Ich habe jetzt hier extra ein kleines Autofokusfeld eingestellt. So, jetzt angenommen, ich möchte Marion fotografieren. Früher hatten die Leute das Problem, wir simulieren das jetzt mal mit dem kleinen AF-Feld in der Mitte, dass die Kamera nur in der Mitte die Autofokuspunkte hatte. Und jetzt
will man aber nicht immer nur zum Beispiel ein Porträt in der Mitte fotografieren, sondern man möchte es vielleicht so ein bisschen an den Rand setzen. Und was dann passiert ist, natürlich, ihr seht das, ich muss jedes Mal hier fokussieren, dann rüberschwenken und dann kann ich durchdrücken. Und das ist natürlich sehr, sehr umständlich, so zu fotografieren. Das heißt, ich möchte ja praktisch, vielleicht habe ich da ein Model stehen, das geht, da ist aber bei Tieren das gleiche Problem. Ich möchte das ja nicht immer nur mittig haben, da wo die AF-Punkte sind, sondern ich möchte das ja so ein bisschen geschickt im goldenen Schnitt auf der Drittellinie positionieren, einfach die Ästhetik-Regeln der Fotografie so ein bisschen umsetzen. So, und dann hatten die Menschen früher, so nenne ich sie jetzt mal, auch wenn das so ein bisschen nach Neandertaler klingt, aber das, ich muss jetzt ja irgendeinen Begriff dafür finden, also die älteren Kameras hatten das Problem, dass wir jetzt halt jedes Mal fokussieren müssen, schwenken, durchdrücken. Fokussieren, schwenken, durchdrücken. Wenn ich AFC einstelle, wird es noch problematischer, weil dann hat die Kamera immer in den Hintergrund oder in den Vordergrund gepumpt, sobald ich die AF-Felder aus der Person rausschwenke. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das mit dem AF-On-Knopf gelöst hat. Man hat nämlich jetzt den Vorteil, wenn ich hier einmal den AF-On-Knopf drücke, dann sitzt der Fokus auf der Position. Und wenn sich jetzt mein Motiv oder ich sich nicht bewegen, dann kann ich hier immer durchdrücken. Ihr seht das, ich kann es da positionieren, ich kann es da positionieren, ich kann auf Hochkant gehen. Und es ist völlig egal, was ich mache, weil ich über den Auslöseknopf nicht jedes Mal fokussiere. Ja, das heißt, ich muss nicht immer neu fokussieren, dann die Komposition machen, dann durchdrücken. Und deswegen hat man angefangen, den AF-On-Knopf bzw. den Fokus von der Auslösetaste zu entkoppeln, weil man limitiert war durch die mittleren AF-Felder. Ja? Und viele fotografieren ja noch mit Spiegelreflexkameras, die werden das Problem auch kennen. Und vielleicht erfahren Sie mit diesem Video dann auch jetzt gleichzeitig, wie Sie sich da helfen können. Also nutzt mal den Backbutton-Fokus, wenn ihr noch die älteren Spiegelreflexkameras habt. Ja? So, und bei Wildlife war genau das gleiche Problem. Bei Wildlife wollen wir eigentlich eher in den AFC schalten, ja? So, damit, wenn der Vogel auffliegt, damit ich sofort ein Nachttracking habe. So, jetzt haben wir aber das Problem gehabt bei den älteren Kameras. Zum Beispiel der Adler lässt sich vor euch auf der Wiese nieder, ja? Dann, die Marion ist jetzt hier mal der Adler, ich nehme euch nochmal mit aufs Bild. So, jetzt haben wir das Problem gehabt, dass wir im AFC den Adler in der Mitte positioniert haben und dann konnte man natürlich fotografieren. Aber was ist denn, wenn ich den Adler mal so ein bisschen außermittig komponieren will im Bild? Dann haben wir das Problem gehabt, dass der AFC ständig auf den Stein, in dem Fall die Kamera, auf den Vordergrund gepumpt hat oder, wenn ich ihn noch weiter rausgeschwenkt habe, irgendwo anders hin. Das heißt, der Adler war dann unscharf. Ja? So, und jetzt hätte man das natürlich mit einem Single-AF lösen können. Das heißt, ich fokussiere den Adler in der Mitte, schwenke, drücke durch. Aber das muss ich halt dann auch jedes Mal machen. Das hatte ich euch ja gerade an der Person erklärt. So, das heißt, fotografieren, fokussieren, schwenken, durchdrücken. So, und dann, wenn der Adler losfliegt, bin ich aber im Single-AF und habe verloren. So, und da hat die AF-On-Taste halt auch die Fotografie revolutioniert. Denn man hat jetzt eben in den AFC schalten können. Ich zeige euch das mal. Ich bin jetzt in AFC. Ich kann jetzt sozusagen den Adler einmal fokussieren. Und jetzt fotografiere ich einfach hier die Komposition und kann den sitzenden Adler außerhalb des Bildes setzen. Sobald er aber in die Luft fliegt, halte ich die AF-On-Taste und der Adler bleibt immer fokussiert und ich kann auch hier einfach durchdrücken. So, also man hat hier das Beste aus beiden Welten gehabt. Ich konnte mit der AF-On-Taste trotzdem am AFC bleiben, konnte aber trotzdem einen festen Fokus setzen. Gleiches war zum Beispiel bei einem Fußballspiel der Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Fokus auf dem Torwart haben will, weil ich weiß, da passiert gleich die Action, der hechtet gleich ins Eck, ja, dann war das natürlich problematisch, wenn dann irgendwelche Spieler in den Vordergrund gerannt sind und die Kamera hat immer hin und her gepumpt. So, jetzt hatte ich die Möglichkeit, mit der AF-On-Taste einmal den Torwart einzufrieren und konnte dann unabhängig, wenn der sich auf dieser Linie bewegt, bleibt der Fokus ja immer der gleiche, konnte ich dann klack, 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 klack die Bilder machen und wenn der Spieler dann auf mich zurennt, habe ich die AF-On-Taste gehalten und war wieder im AFC und konnte dann den Spieler tracken. So muss man sich helfen, wenn man eine Spiegelreflexkamera hat mit zentralen Autofokusfeldern. Außerdem hatte das den weiteren Vorteil und der bleibt übrigens bis heute, dass wenn wir mit der Entkopplung vom Autofokus arbeiten, dass wir eine höhere Serienbildgeschwindigkeit haben. Das heißt, wenn ich meine Kamera in den Serienbildmodus stelle, wird sie entlastet, weil sie nicht jedes Mal bei 20 Bildern in der Sekunde zwischen den Bildern den AF neu überprüfen muss. Also haben wir hier bei der A9 tatsächlich, wenn wir den AF-On so nutzen, wie gerade beschrieben, ich setze den Fokus einmal auf den Torwart
Und wenn ich jetzt beim Kopfballtor Dauerfeuer mache mit 20 Bildern die Sekunde, dann haben wir wirklich diese 20 Bilder die Sekunde. Und das ist auch oft der Grund, warum mich Leute anschreiben und sagen, hey, ich habe die A1, wie machst du das eigentlich, dass du wirklich die 30 Bilder in der Sekunde hast? Denn sie haben meistens nur 27. Und das liegt nämlich am AFC, der die Kamera so ein bisschen runterbremst. Also dieser Vorteil bleibt übrigens bis heute auch bei der A9. Wenn ich sie mit der AF-On-Methode, also mit der Entkopplung vom Fokus betreiben würde, dann hätte ich tatsächlich meine 20 Bilder. Aber jetzt muss sich jeder fragen, ob 17 Bilder so dramatisch ist. Ja, das ist halt das andere. So, bevor ich euch den coolen Trick sage, wie ich heute die AF-On-Taste nutze, kommen wir jetzt mal in die Neuzeit, sage ich mal in Anführungszeichen. Warum habe ich im Sony-Lager nie die AF-On-Taste, also nie die Entkopplung dieses Fokus von der Auslösetaste programmiert? Ich kann jeden verstehen, der das gerne macht, weil er es auch schon immer gemacht hat und der sich daran gewöhnt hat und es bis heute so tut. Es geht hier nicht, irgendjemand zu verurteilen, wie er fotografiert. Das ist völlig egal. Hauptsache, ihr macht coole Fotos. Aber ich möchte euch die Technik dahinter halt so ein bisschen näher bringen, warum das so war, warum eure Freunde vielleicht zu fotografieren und so weiter. Also, der Punkt bei den modernen Kameras in Anführungszeichen ist folgender. Sie sind viel intelligenter geworden, sie sind agiler geworden, sie sind viel bedienungsfreundlicher geworden. Ja, das heißt, ich habe heute die Möglichkeit, ja, bei so einem Model-Shooting, da sage ich halt einfach, ich nehme euch noch mal mit aufs Display, da sage ich halt einfach, okay, ich möchte jetzt mein Model so ein bisschen außer mit ich haben, kein Problem, ich gehe einfach mit dem Joystick und setze das AF-Feld nach drüben oder ich nehme den Touchscreen und setze das AF-Feld schnell. Ich habe meine Kamera sogar so eingestellt, dass ich, wenn ich den Joystick in der Mitte drücke, dass ich auch schnell in andere AF-Felder umschalten kann. Ja? Das heißt, die Kamera ist um so vieles bedienerfreundlicher geworden. Ich kann auch in einen AF-Tracking-Rahmen schalten. Und das ist übrigens die Lösung für dieses Fußballproblem heutzutage. Ja? Also ich nehme einfach den intelligenten Tracking-Rahmen. So, und sobald ich dann den Torwart anvisiere, okay, jetzt hat er die Augenerkennung, jetzt ist das Tracking schlecht, ich mach mal die Kamera hier. Sobald ich die Kamera anvisiere, bleibt der Tracking-Rahmen ja auf dem Objekt drauf. Ja? Und das ist auch, wenn der Spieler dann plötzlich auf mich zurennt, dann nehme ich halt ein kleineres AF-Feld. Also wenn ich jetzt nicht mit Augenerkennung arbeiten möchte, was ich bei Sport und bei Vögel im Flug jetzt ungern mache, ja? Weil der Augenerkennung im Flug oder bei schnellen Bewegungen nicht ganz so exakt ist wie in ruhigen Situationen. Aber die Kameras sind um so vieles bedienerfreundlicher geworden. Wir können jetzt heute auch die intelligenten Funktionen nutzen. Also das Auge wird erkannt vom Menschen, vom Vogel, vom Tier. Ich habe bei Wildlife überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, dass ich den AF von der Taste auslösen entkoppel, weil ich kann einfach im AFC bleiben. Ich halte die Taste halb gedrückt. Der Affe, die Katze, der Hund, das Insekt heutzutage sogar, das Flugzeug, das Auto, das Boot bleibt in eine Erkennung in einer intelligenten und egal, wo sich das dann bewegt und auch wenn es plötzlich auffliegt, der Vogel, ja, nicht das Auto, dann kann ich sofort mit Serienfeuer draufballern. Also es ist gar nicht mehr so das Problem, dass ich das entkoppeln muss. Außerdem kann ich sogar die Taste nur zur Hälfte loslassen. Das heißt, der AFC bleibt kontinuierlich an, aber ich kann einfach dann drücken und nur zur Hälfte zurückswitchen mit dem Finger und dann bleibt der AFC weiterhin auf dem Objekt. Also all das, die Bedienerfreundlichkeit, dass ich mir AF-Felder auf Knöpfe legen kann, dass ich sagen kann, ich kann per Knopfdruck sofort in ein kleineres Feld springen, ich kann es per Touchscreen positionieren oder mit dem Joystick, entbindet uns oder entlöst uns von diesem Problem, dass wir den AF-On, den Backbutton-Fokus überhaupt brauchen. Und vor allem die vielen Autofokusfelder. Die sind natürlich die Lösung, weil sonst kann ich ja das AF-Feld nicht an den Rand setzen, wenn ich hier nur 50 Felder in der Mitte habe, wie es früher bei Kameras war. Die hatten dann 51 Phasenfelder, ja. Und damals, vor 6 Jahren, wo ich bei Sony eingestiegen bin, da hatte jede Kamera schon 693 AF-Felder über das ganze Display verteilt. Das heißt, wie ich Fotografieren so richtig gelernt habe, ich habe ja am Anfang mit der Panasonic gelernt, dann bin ich zu Sony irgendwann und als ich da immer mehr reingewachsen bin, ich hatte nie das Bedürfnis, den AF von dieser Taste auslösen zu entkoppeln, weil es dafür einfach keinen Grund mehr gibt, jedenfalls aus meiner Sicht. Wenn euch noch ein Grund einfällt, schreibt ihn unten bitte in die Kommentare. Der eine Grund bleibt natürlich bestehen. Wir haben bei der A9 20 Bilder von 20, wenn ich den Torwart auf der Grundlinie mit dem AF-On-Button eingefroren habe, denn dann entlasse ich die Kamera vom AFC, das hatte ich erklärt. Dieser Vorteil bleibt übrigens bis heute, hatte ich aber auch schon gesagt.
Und wisst ihr, wann man diesen Backbutton-Fokus auch noch gerne verwendet hat? Nachts. Denn da haben wir auch immer das Problem, dass die Kameras bei wenig Licht immer lange rumpumpen. Ja? Und wenn ich jedes Mal beim Durchdrücken dieses Gepumpe habe, dann ist das auch unheimlich störend. Also hat man halt irgendeinem Kumpel gesagt, hey, leucht mal mit der Taschenlampe das Gebäude an. Dann hat man kurz AF-On gedrückt und dann konnte ich immer klack, 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 klack durchdrücken und der Fokus hat sich nicht mehr verändert. Heutzutage ist das aber auch easy. Denn dann würde ich die Kamera einfach in den manuellen Fokus schalten, denn wir haben so viele Hilfen heutzutage dazu bekommen, die das manuelle Fokussieren so angenehm, präzise und schnell werden lassen. Ja? Wie zum Beispiel Focus Peaking. Ihr könnt mit den Kantenflimmern sofort sagen, wo der Fokus liegt. Oder ihr habt die Fokuslupe. Ja? Ihr könnt durchdrehen, direkt in die Fokuslupe springen und könnt zum Beispiel so auch die Milchstraße perfekt scharf stellen. Wir haben helle Überwachung bei den Sony-Kameras. Das heißt, ich drücke den Knopf, die Kamera bläst mit dem Sensor das Bild unheimlich hell auf, auch in der Nacht, und ihr könnt die Landschaft perfekt mit der Milchstraße zusammen kombinieren. All diese Hilfen sind heute mit reingekommen und deswegen ist es auch nachts oder bei wenig Licht völlig wurscht. Ich gehe einfach in den MF und habe diese vielen Hilfen, um den Fokus präzise zu setzen. Das heißt, auch hier ist die Begründung, ich brauche hier unbedingt die Entkopplung vom Auslöser, eigentlich obsolet geworden. So, müssen wir das jetzt also bedauern, dass wir einen Knopf haben, der heute nicht mehr nötig ist? Nein, natürlich nicht, denn ich habe euch ja versprochen, ich kann euch einen coolen Trick verraten, wie ihr das machen könnt, dass ihr da vielleicht eine andere coole Funktion drauflegen könnt. Und das ist doch der Sinn dabei. Wir haben sozusagen einen Knopf mehr, wo wir was Schönes abspeichern können. Legt euch da euer Zebra drauf oder legt euch da irgendwas drauf, ein AF-Feld oder was auch immer. Aber ich habe einen viel besseren Tipp, was ihr euch da drauflegen könnt. Und zwar könnt ihr ein komplettes Einstellungspaket bei Sony da drauf programmieren. Also das heißt, der Vogel sitzt im Schatten. Ich will die ISO schonen, also kann ich mir eine längere Verschlusszeit leisten, weil sich das Tier nicht bewegt. Plötzlich fliegt es aber auf und dann will ich AFC, ich will Serienfeuer, ich will vielleicht ein kleineres Autofokusfeld, ich will vielleicht eine spezielle Motiverkennung und ich will halt dann einfach meine 2000stel, damit der Vogel im Flug eingefroren wird, ja, und ich will dann ratatatat auf ihn draufballern und das soll halt einfach gut funktionieren. So, und jetzt müsste ich die Kamera in vielen Punkten umstellen und der Fokus ist schon lang weg. Aber bei Sony ist das ganz cool. Ihr könnt dieses ganze Paket, von dem ich gerade geredet habe, hier auf eine Taste legen und dann nutzt doch gleich den Backbutton-Fokus dafür. Wie das im Detail funktioniert, wie du das programmieren kannst, das habe ich dir in diesem Video hier verraten. Da gehe ich detailliert darauf ein. Also schau dir das gerne an, um diese coole Funktion nicht zu verpassen. Die kannst du natürlich aber auch auf jede andere Taste legen. Mir hat es gefallen, euch das mal so beizubringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.